Hat schon wieder einen gehört, ey. Meine Güte, ey. Achso, die Tür ist zu. Ah, wir müssen also da rein. Hier irgendwas machen? Die Akten? Nein. Was liegt da? Ah, das sind die, die Hülsen vom Granatwerfer, cool. Dann halt nicht. Painkiller, sehr schön. Und trotzdem sehr viele Painkiller verballert. Oh ja. Aber gleich Nachschub bekommen. Schon mal. Ist irgendwas rechts von uns? Das war eine kühle Coke. Ah, wieder Zero Gelumbe. Schwebt das an der Wand? An der Luft, jo. Nee, 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 nee. Da hat wohl jemand gepennt, war bestimmt. Lol. Ach, okay. Ah, lol. Ja, da vorne ist eine Tür. Sehr schön. Schon noch was? Ja, sehr hübsch. Lohnt sich immer. Lohnt sich immer bei Max Payne irgendwo mal so einen kleinen Gang lang zu gehen, der eigentlich nicht nach dem richtigen Weg aussieht. Hä? Nicht immer ein Haufen Munition fürs Präzisionsgewehr, aber so richtig eine Stelle im Spiel, wo man es hätte gebrauchen können, gab es so noch nicht. Na doch, da ja, doch die eine am auf dem Weg zum Schiff. Schmerzmittel voll, nein, das können wir so nicht lassen. Sieh mal was anderes aus, Zero, Scheiße, nein. Will da keiner den Dreck? Ah, durchlöchert! Ist der schon? Wow. Ja, alles getroffen, also den. Ja, mal ja, ein bisschen Muni.
Okay, jetzt geht's nach unten. Scheiße. Ich will nochmal. Wie ich mit dem Jackhammer aus der Luft holen. Hihi. Das muss jetzt sein. Wird sehen, ob das so klappt. Boah, krass! Jetzt hab ich mich erschrocken, scheiße. Wir waren auch vor uns schon. Na, jetzt sind wir ein Stockwerk, jetzt müssen wir praktisch da drüben rein. Aber waren wir da auch schon, oder? Hier auf der Seite. Oder? Ne, jetzt kommen wir im Treppenhaus. Dachte, kommt ein Video oder so. Da! Eher speichern sollen. So. Mal speichern. Granate. Die Kommando bräuchte mir noch ein bisschen Munition. Na ja, was Schönes. Hier für Jackhammer. Dürfte natürlich auch sehr gut klappen jetzt gleich mit die zwei Leutchen da. Die Musik ist ein bisschen laut, ne? Ja, hat man das mit dem Jackhammer mal geklärt? Ah, hier ist das Zimmer, wo wir rausgesprungen sind. Cool, also ich sehe gerade das Bild geändert. No Input! Oh, Entschuldigung. Wollte ich jetzt nicht. Aber eigentlich schon. So. Oh, die sehen immer so böse aus. Fertig, knallt ihn ab. Ich bin böse. Ich bin so böse. Macht ihn fertig, knallt ihn ab. Ich bin so böse. Ich guck immer so böse. Ich hab was auf den Kopf gekriegt, kann das sein? Macht ihn fertig, knallt ihn ab, lasst uns das zu Ende bringen.
Ja. Oh, wird gleich mal vorgerichtet hier oben. So, jetzt haben wir die Map verändert. Die Karte findet. Jetzt kann man nicht mehr zurück. Ah, das würde auffallen, dass es gar nicht dieselbe Map ist. Was drin? Nein, schade. Den waren wir vorhin schon mal. Da lagen ja keine Pillen. Jetzt können wir nochmal den Detektor probieren. So, darf ich mit einer Diegel hier durch? Nein. Warum nicht? Das ist Schweinerei. Kapitel 7. Nichts zu verlieren. Gut, die Vorgehensweise war nicht gerade originell. Nicht so, als wäre das noch nie da gewesen. Auge um Auge. Der erste Grundsatz der Rache. Alt wie die Erde selbst und immer noch gültig. Die oberste Regel eines Killers war, seinen Job nicht persönlich zu nehmen. Zum Schluss war er es dann doch meistens. Zumindest bei mir. Ich nahm mir Zeit, fuhr durch die verschneite Stadt spazieren. Es gab keine Eile. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Dachte darüber nach, baute ein wenig Wut auf. Ich parkte den geborgten Schlitten am Vordereingang des Hauptquartiers der Acer Corporation, stieg aus, ging rein und legte los. Eine meiner Kugeln trug den Namen von Nicole Horn. Ich hatte 1000 Kugeln mit dem Namen der Schlampe drauf. Sie verfügte über Ultra-Hightech-Sicherheitssysteme und genügend Söldner und Waffen für den Beginn des Dritten Weltkriegs. Ich verspürte keine Angst. Aber ich... New York verschwand hinter einem Schleier aus Schnee. Ich war über die Schwelle getreten. Dies war ihr Revier. Glatt, sexy und seelenlos. Alles Glas und Stahl. Ein Ort voller farbkodierter Sicherheitskartenschlüssel, Metalldetektoren und Überwachungsanlagen. Oh nein, wir müssen Schlüssel suchen. Aber das ist jetzt das Ende. Hier hat ja das Spiel angefangen, oben auf dem Dach. Wir kämpfen uns jetzt praktisch von unten nach oben, würde ich behaupten. Verdammt kalt. Kälter als der Lauf einer Pistole. Und oben enden wir praktisch mit der Anfangssequenz. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, ich denke schon. Wir gehen hier durch, alles fängt an mit Piepsen und die Kunden kommen. Ja. Nehmen wir nochmal. Wollte ich schon voll treffen. What? The heck, Alter. Was geht denn mit dem Spiel nicht klar? Schießen doch bisher. Schade. Ich dachte, ich kann da in Ruhe stehen bleiben. Hinten scheinen sie mich nicht zu treffen.
halten die denn aus, ey? Meine Fresse. Ja, übel. Oh, krasse. Machen Damage ohne Ende. Die halten aus ohne Ende, machen Damage ohne Ende. Unser Maxi-Line muss das Ziel nochmal üben, aber ganz gewaltig. Wirklich? Ja, na gut, lassen wir mal gelten. Ach, komm schon, ey. Ah ja, war einfach so zu erwarten. Oh, ich glaube, wir werden hier oft speichern. Ach, leer. So, speichern nochmal. Ja, oh, ist ja gar nicht kaputt gegangen. Hä? Dann hört er, wenn ich das von hier kaputt schieße? Oder ne? Ja! Oh nein. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Scheiße. Oh nein. Das ist doch. Oh. Ah ja. Oh. Das ist doch scheiße. Nein. Wie viel ist das denn? Ich bin doch von uns auch hier hoch, oder? Das ist doch nicht wahr. Davor uns auch so gemacht oder nicht? Ah, Max, bisschen üben. Oh je, 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 je. Geht's weiter hoch? Geht's rein? Ich glaube, da oben. Stehen bleiben. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ja, nicht gespeichert. Thank you.
Das ist schon fast ein bisschen deprimierend hier. Aber nur ein bisschen. Aber es ist das letzte Level. Muss schwer sein. Nicht. Fahrstühle sind alle aus. Hinten gibt es Painkiller, das ist sehr nice. Das ist ein Einschussloch. So, wo kommt denn der jetzt her? Und wir gehen nach oben und zur Seite. Ich sage, wir gehen erstmal zur Seite. Die Mission ist auf jeden Fall nach oben. Ne? Ach komm, nee, ich war doch ewig weit weg. Oh, sowas nervt mich immer. Wir waren schon hier irgendwo, die Granate liegt da vorne. Und trotzdem ziehen einen Haufen Damage, ey. Nee. Oh Mann. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das noch ganz so lange dauert hier. Aber gut. Wir müssen ja das Spiel da aufhören, wo die Anfangssequenz angefangen hat. Das Anfangsvideo. Ah, die mies gelaunten Herren hier. Ah, die war aber keiner da. Wirklich. Speichern. Hier müssen wir bestimmt durchlaufen. Jawohl. Dann drüber springen. Durchlaufen. Drüber springen. Speichern. Ein Fahrstuhl geht. So, jetzt gucken wir noch mal hinten. Ich sehe da schon wieder was. Ja, ist sehr, sehr gefällt. Gleich vier Stück. So, und nochmal einen gönnen. Ungünstiger Moment zum Speichern. Aus dem Fahrstuhl gekommen, ja. Und was soll eigentlich der Blödsinn hier mitten in so einem Gebäude mit solchen Lasern, die einen 100 Punkte töten? Ja. Was soll das? Warum? Ist das der Weg aufs Klo für die Mitarbeiter hier? Ja. Muss ich das so verstehen? Ja, komm, Fahrstuhl. Hallo. Mona, gut sehen Sie aus. Max, wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Ihr schneit es in der Hölle, als dass ich mich von einem Drogenbullen aufhalten lasse. Miss Sachs, erledigen Sie Ihren Job. Nur die Ruhe, Max. Du bist einer von den Guten. Ich töte doch keine Guten. Sie sind auch gar nicht so übel. Es war was anderes, als Horn Punchinello umnieten wollte, um ihre Mafia-Verbindungen zu verwischen. Er hatte den Tod verdient. Das gleiche gilt für Sie. Sie ist hier der böse Bube. Ihre Schwester überredete sie, mir zu glauben. Ich kannte die Vorlieben der Geister. Sie lechzten nach Rache. Mona! Nein! Ein Pistolenschuss krachte und sie fiel in Zeitlupe zu Boden. Sie war ein nettes Mädchen. Nicht wirklich ein eiskalter Killer, aber jetzt war sie eiskalt. So kalt wie der Tod.
Die religiöse Fanatiker griff mich nun Nicole Horns Privatarmee an. Ausschalten. Mann! Keine Ruhe, ja, ja. Als der Aufzug wieder nach unten kam, war Mona verschwunden. Da war jemand. Irgendetwas klickte ein letztes Mal. Mein Verstand war niemals so klar gewesen. Als wären irgendwo hoch da oben die Sturmwolken bereits verschwunden und kühle Sterne funkelten am Himmel. Ach, komm schon. Sowas will doch keiner, ey. Achso, ach, ja, ich muss die kaputt machen. Ich dachte, ich muss einfach nur ausweichen. Und den Scheiß dann nochmal machen. Oder? Dann fahren wir jetzt wieder hoch. Vordere Verstärkung. Jupp, das war's mal, Freund. So, immer speichern wir mal hier. So, jetzt gibt's eine ganz kurze Pause. So, da sind wir wieder. Ich schreibe mir kurz die Zeit auf, wann es hier weitergeht. Ja. Genau. Sehr hübsch. So, schnell wegrollen, das wegtun, das so, und dann geht's weiter. Wieder normal. Achso, genau. Wir müssen jetzt mit dem Aufzug nach oben fahren. Und diesmal die Dinger vielleicht kaputt schießen. Als der Aufzug wieder nach unten kam, war Mona verschwunden. Da war jede Menge Blut, aber keine Leiche. Oh, und das bei Max seinem Aiming, ja. Das kann ja nur mittelschwere Katastrophe werden. Muss ich was drücken? Ah, Max, das übt man nochmal, richtig hier. Steigen wir ganz oben aus. Ja, es sieht nur noch aus. Noch einen neuen Schuss. Shit. Ich mach's nochmal. Weil ich glaube, wir brauchen wirklich die Medikit. Ich weiß nicht, was ich mache. Ja, mit Checkhammer, wenn wir die weghämmern. Ah, ne, komm, wie kann man nur so daneben checkhämmern?
Beide? Ja. Das ist eine grüne Tür. Zwei grüne Türen. Sieht aber aus wie derselbe Raum. Wir dürften ja jetzt ja, ganz oben eigentlich sein, ne? Das ist sehen, also fast. Ich weiß nicht, ob wir noch höher gehen oder ob das jetzt schon. Ist auf jeden Fall die Sicherheitszentrale. Okay, Türen haben beide hier. Ja. Office Floor, Mainframe, Lobby, Office Floors, Präsidential Office, Security und Penthouse. Das heißt, wir müssen 100 Pro in das Office und ins Penthouse. Zugang zum Großrechner. Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken und in die Büro. Ja, ja, genau. Was wirst du tun, Max? Oh, Idiot. Scheiße, ey.